Hallo und herzlich willkommen zu Snack Session Nummer 9, Microsoft Business Apps und Tools. Und ja, nachdem ich jetzt die letzten beiden Male in der Einleitung mal wieder dazu übergegangen bin, die Vorstellungsrunde von mir etwas länger zu machen, würde ich vorschlagen, ich kürze das Ganze mal wieder ab, einfach um keine Zeit zu verlieren. Wir haben heute ein relativ dichtes Programm. Insofern zu meiner Person Alexander Karls. Ich bin bei der Pegasus im Bereich Consulting und Projektmanagement tätig, mit dem Schwerpunkt auf Microsoft Cloud, DSGVO, aber auch Microsoft und Security-Themen. Wer mehr über mich erfahren möchte, der kann gerne mal einen Blick auf Xing oder LinkedIn werfen. Dort sind meine Profile zu finden. Ansonsten in Stichpunkten 20 Jahre in der Branche, 16 Jahre in leitender Funktion, 13 Jahre selbstständig. Und wer mit mir in Kontakt treten möchte, der findet meine Kontaktdaten unter dem Bild. Ja, was wir heute machen wollen, ist im Grunde genommen alles das, was wir bisher immer so ganz still und heimlich übersprungen haben bei jeder Demo, die wir gemacht haben, nämlich diese ganzen anderen Tools, die sonst noch so im Microsoft 365 Portfolio dabei sind. Ich habe die hier mal eingekreist auf unserer Tabelle. Die sind natürlich auch da und in den meisten Plänen sind die auch überall schon fast mit integriert. Der Haken, der bei Business Apps Bookings fehlt an manchen Stellen, der ist deswegen da nicht in meiner Tabelle drin, weil man Bookings zusätzlich noch als Business App über den App Store als kostenlose Anwendung beziehen muss, damit Bookings funktioniert. Aber Bookings funktioniert wirklich in jedem Plan. Ansonsten die restlichen Tools, die wir bisher gesehen haben schon, also sprich den Exchange, SharePoint, OneDrive, Teams, Power Apps und Power Automate, da geht es heute nicht drum. Die haben wir bereits in den vergangenen 8 Snack Sessions gesehen. Das, wo es heute darum gehen soll, sind eben diese Tools Shifts, Yammer, Bookings, Stream, Sway, Forms, Whiteboard, Planner, To-Do, Delve und My Analytics. Ja, wie gesagt, wir haben ein bisschen was vor uns. Diese Anwendungen, die bringen wir normalerweise in der ersten Instanz beim Kunden gar nicht so wirklich großartig ins Gespräch. Das sind Sachen, die ergänzen nachher das Portfolio in vielen Teilen. Manchmal macht es aber auch Sinn, dass man in die Cloud geht, zu Microsoft 365 mit seinen Lizenzen, seinen Usern, um eben eins dieser Business Apps oder Tools zu benutzen, weil man halt vielleicht ein Mittelstandsbetrieb ist, der halt eine Lösung aus einem Bereich wie zum Beispiel der mobilen Zeiterfassung sucht oder eine Möglichkeit haben möchte, um zum Beispiel Ressourcen zu beplanen und auf einer Webseite gleich ein Formular zu haben, worüber dann meine Kunden auch eine Buchung durchführen können. All das steckt hier in diesen Modulen mit drin und wir starten gleich mal mit dem ersten davon, nämlich Shifts bzw. Schichten, und gucken uns das mal an. Schichten ist unterm Strich eine kostenlose Möglichkeit, um Zeitpläne zu erstellen, eine Möglichkeit aber auch, um zum Beispiel eine Stempeluhr über den Teams-Client zur Verfügung zu stellen. Das Ganze war früher eine eigenständige Lösung. Mittlerweile, Microsoft macht das ja gerne so, wenn ein Modul oder eine Lösung gut funktioniert, wird es integriert in die Masterprogramme, in dem Fall in Teams, einfach weil Teams die Anwendung ist, die bei Microsoft wirklich mit Abstand am besten läuft. Also nicht, weil sie die anderen nicht funktionieren, sondern weil hier der größte Zulauf einfach ist. Und deswegen hat man das mittlerweile direkt mit in den Teams-Client als App reingebracht. Wir gucken es uns mal an. So sieht das bei uns aus. Wir benutzen es für uns nicht. Wir haben eine andere Lösung für die Zeiterfassung. Wer sich erinnert an meine Demo zu Power Automate und Power Apps, wir benutzen eine Lösung, die sich BetaTime nennt. Die haben wir wiederum dann über unsere eigene App quasi mit integriert, die Stempelmöglichkeit. Aber wenn man sowas nicht hat, kann man natürlich das auch hier drüber machen. Das heißt, ich könnte jetzt hierher gehen und sage, ich lege mir hier in meiner Firma eine Schichtenplanung an, kann dann sagen, okay, diese Person hier, die soll ein Teammitglied in dieser Gruppe sein oder nicht. Ich kann das rauf und runter schieben. Ich kann dann auch einen eigenen Zeitplan erstellen. Ich kann Personen hinzufügen, kann dann zum Beispiel sagen, ich hätte jetzt gern noch eine Person hier mit drin. Okay, der ist nicht Teammitglied, der auch nicht, ist egal.
Sie können sich's vorstellen, ich bringe hier halt Leute direkt mit in die Teams hinein und kann dann sagen, zum Beispiel, ich möchte jetzt meinen Zeitplan tauschen, ich möchte meinen Zeitplan anbieten oder. Ich kann hier drüber auch stempeln, das heißt, ich kann sagen, ups, verklickt. Ich kann auch zum Beispiel sagen, jawohl, ich möchte jetzt eingestempelt sein. Zack, Buchung ist durch. Das System hat mich jetzt im Prinzip eingestempelt. Man sieht hier oben läuft jetzt die Uhr. Und wenn ich dann sage, okay, ich mache jetzt eine Pause, dann stellt er mich auch auf Pause sozusagen direkt um. Und wenn ich sage, ich bin fertig, also jetzt der nächste Klick ist natürlich wieder ein Kommen. Ich bin aus der Pause raus. Und ich kann am Ende des Tages auch entsprechend ausstempeln. Und wenn ich das zum Auswerten brauche, kann ich mir diese Information auch entsprechend exportieren. Wir machen das mal auf in Excel. Und so kann ich dann auch zum Beispiel meine Zeitauswertung direkt machen. Ich sehe hier, okay, eingestempelt, ausgestempelt, war jetzt außerhalb der Schicht. Hier sind die Pausen auch direkt mit drin. Und das Ganze kann man natürlich dann auch noch entsprechend aufbohren und erweitern, je nachdem, wie man es eben braucht. Ich habe auch ein Antragswesen hier drin, das heißt, ich kann zum Beispiel hergehen und sagen, ich suche eine arbeitsfreie Zeit, ich möchte an dem Tag zum Beispiel Urlaub haben oder ich bin krank. Ich kann auch meine Schichten entsprechend anbieten, wenn ich eine Schicht habe. Dann kann ich die hier zur Disposition stellen, vielleicht einfach, weil ich diesen Monat schon über meine Stunden drüber bin oder weil ich halt einfach mal einen freien Tag brauche. Das ist auch eine gute Möglichkeit, wenn ich sage, ich habe morgen Urlaub, ich brauche aber jemanden für meine Schicht, kann ich das hier drüber auch gleich machen. Oder aber ich kann auch meine Schicht grundsätzlich anbieten. Das hier ist Tauschen, mit jemand anderem tauschen oder ich biete meine gesamte Schicht an. Unterm Strich eine gute Lösung, mit der man auch das ganze System im Grunde genommen auch abbilden kann, was es so im Unternehmen gibt. Ich kann auch meinen Wochenanfang definieren. Ich kann auch weitere Anfragetypen mit definieren. Ich kann festlegen, wie soll denn meine Stechuhr funktionieren. Ich kann Einstellungen für die Stechuhr auch möglich machen. Ich kann auch die Standorterkennung direkt mit reinholen, wenn ich das möchte, dass ich sozusagen auch sehen kann, gerade bei zum Beispiel Montagearbeitern, wo war denn der, als er eingestempelt hat. Auch sowas kann man hier mitmachen. Also, wie gesagt, eine gute Möglichkeit, wenn man noch gar nichts in diese Richtung hat. Ein vorhandenes Enterprise-lastiges System, wo dann vielleicht auch noch Türschlösser und Badges mitkodiert werden können. Das wird das Ganze hier nicht ersetzen können. Aber wenn man einfach bisher vielleicht seine Schichten- und Arbeitszeitplanung nur mit Excel gemacht hat oder mit einem Blatt Papier, ist das hier auf jeden Fall eine fabelhafte Möglichkeit, um seine Firma einfach ein Stückchen weiter in Richtung Digitalisierung und natürlich in Richtung Microsoft Cloud zu entwickeln. Microsoft Yammer ist ein soziales Netzwerk, was ich innerhalb meines Unternehmens benutzen kann. Ich kann innerhalb meiner Firma Arbeitsgruppen intern oder arbeitsgruppenübergreifend miteinander interagieren. Und wenn man sich das Layout anschaut, wie das Ganze aufgebaut ist, dann wird relativ schnell klar, wo Microsoft hier abgeguckt hat. Ja, es ist eigentlich so ein bisschen Facebook, es ist aber auch ein gutes Stück weit LinkedIn. Wer es nicht weiß, Microsoft hat ja LinkedIn gekauft. Insofern ist hier natürlich sehr viel Know-how auch in diese Entwicklung mit hineingeflossen. Ich könnte jetzt zum Beispiel jetzt hier sehen, hier hat ein neuer Mitarbeiter angefangen. Das wird hier gepostet, weil wir ihm eine Lizenz gegeben haben. Das heißt, hier muss ich mich nicht drum kümmern. Das tut es komplett von alleine. Und ich könnte jetzt sagen, jawohl, gefällt mir. Dann kriegt der Kollege auch eine Info, dass mir das gefallen hat. Ich könnte jetzt auch noch eine Gruppe erstellen, zum Beispiel. Ich könnte ein Update zu meiner Arbeit posten. Also zum Beispiel bin im Webcast. Zack, dann kann ich auch noch ein GIF mit ranschmeißen. Das kann ich aus Tenor quasi mir rausziehen. Und kann dann noch sagen, wo möchte ich das Ganze denn veröffentlichen? Ich sag mal hier in meinem Team CSI, poste das da. Und dann, wie gesagt, wie bei Facebook, dann postet es mir hier diese Info. Wir selbst, wie man sieht, benutzen das Ganze für uns nicht. Wir haben uns als Kommunikationsplattform in erster Linie mit SharePoint verheiratet. Man könnte es natürlich machen, allerdings muss ich sagen,
Bei uns ist es aufgrund unserer Größe, wir sind 60 Leute, die Kombination aus Teams und SharePoint völlig ausreichend. Wir brauchen es in der Form für uns jetzt momentan nicht, aber wer weiß, wann man es vielleicht mal brauchen kann. Das Tolle ist, es ist sowieso dabei, man muss das nicht extra einrichten. Dieses System funktioniert komplett einfach so. Und wenn man irgendwann mal sagt, ich möchte jetzt vielleicht gruppenbezogen irgendwie damit arbeiten, dann kann man das zum Beispiel auch mit diesem System direkt machen. Bookings, eine wirklich coole Geschichte. Ich habe es nochmal dazu geschrieben. Nur Businesspläne. Bei den Businessplänen ist es dabei. Bei allen anderen muss ich es über den App Store im Microsoft 365 Admin Center als kostenlose App dazu buchen. Ab dem Moment kann ich es dann ebenfalls benutzen. Ja, eine tolle Möglichkeit, wie man hier schon in dem Bild auch sehen kann, zum Beispiel für einen Friseursalon, dass ich sagen kann, ich habe mein Personal. Die können maximal einen Kunden pro Stunde bedienen in der Zeit von 9 bis 19 Uhr. Dann hinterlege ich diese Zeiten, in denen die Leute arbeiten, entsprechend hier in meinem System. Das kann ich auch direkt über Outlook machen. Das ist nämlich das Tolle, es hängt am Outlook-Kalender dran. Und dann kann ich hergehen und sagen, und diese Information, wann wer verfügbar ist, die stelle ich jetzt meinen Kunden direkt auf der Webseite bereit. So sieht die Rückseite von dem System aus. Ich sehe, es ist momentan nichts gebucht worden. Wir gucken uns mal an, wie würde das denn aus Kundenseite aussehen. Wir kopieren mal hier uns diese ganze Umgebung. Und man sieht hier oben Outlook Office 365.com. Das heißt, diese Seite, die ist öffentlich verfügbar und die könnte ich zum Beispiel jetzt auf meiner Webseite mit diesem Link direkt integrieren unter dem Menüpunkt zum Beispiel Terminanfragen und könnte dann damit direkt loslegen. Ich sage jetzt mal, ich brauche eine Erstberatung, eine Kurzabstimmung, die kostet nichts, 15 Minuten dauert die. Jetzt kann ich sagen, egal wer von der Firma, mir ist es egal, wer es machen soll, Hauptsache jemand tut's, oder ich sage, ich selektiere mir eine Person, eine explizite Person dafür, für einen Termin morgen und zwar bitte um 10, 10:30 Uhr. Und man sieht, das System macht hier diese 30-Minuten-Sprünge. Wenn ich jetzt aber auf den Mittwoch gehe und der Mittwoch ist bei mir voll, okay, so sollte das eigentlich nicht aussehen. Ah ja, es ist ein ganztägiger Termin bei mir drin, deswegen ignoriert er ihn. Am Donnerstag sieht es besser aus. Da bin ich tatsächlich in Einzelterminen voll gebucht und da wären nur noch diese Zeiten möglich. Ja, also ich habe bei mir die Geschäftszeiten gehen bei mir bis 18 Uhr hier drin. Das heißt, vor 16:30 Uhr geht bei mir überhaupt nichts. Wir nehmen diesen Termin. Ich kann dann meine Daten hier hinterlegen, kann noch eine Notiz dazugeben, hallo, und sage buchen. Und jetzt kriege ich automatisch als Buchender eine E-Mail-Benachrichtigung, dass meine Buchung erfolgreich ist. Mein Kollege, also jetzt in dem Fall kriege ich eine Information, dass eine neue Buchung für mich eingetroffen ist. Der Kunde hat hier drüber direkt die Möglichkeit, auch zum Beispiel den Termin umzubuchen oder zu stornieren oder eine weitere Buchung durchzuführen. Und der Techniker, in dem Fall ich, kann auch von meiner Seite aus sagen, oh nee, das passt mir aber nicht, ich schlage jetzt einen alternativen Termin vor. Auf Kalender sieht man hier schon die verschiedenen Zeiten der Kollegen. Wir gehen mal auf diesen Donnerstag. Und hier sieht man es, Erstberatung, da ist der Termin, der vom System eingestellt worden ist. Und nachdem ich mir diese Anfrage natürlich selbst geschickt habe, könnte ich da jetzt auch noch rein und entsprechend was anpassen. Wie der Kunde informiert wird, das kann ich alles hier drin vordefinieren. Diese ganzen Felder lassen sich auch entsprechend anpassen. Der Buchende bekommt auch eine Terminerinnerung, bevor er zu dem Termin kommt. Das ist auch eine tolle Geschichte, dass man diese Erinnerungen damit drin hat. Und auch das lässt sich komplett customizen und auf die jeweilige Firma entsprechend anpassen. Ich habe auch eine Kundenverwaltung hier drin. Jeder, der bei mir was bucht, landet automatisch hier in der Kundenverwaltung. Darüber könnte ich zum Beispiel dann auch gleich die Abrechnung starten. Ich habe eine Mitarbeiterverwaltung dabei, wo ich dann hier entsprechend auch meine Leute pflegen kann. Und ich kann hier die verschiedenen Dienstleistungen mitpflegen, die mir dann auf der Kundenseite sozusagen zur Verfügung stehen sollen. Das heißt, hier haben wir die Erstberatung und Beratung und das Consulting. Das sind diese beiden Positionen, die mit hinterlegt sind.
Und darüber könnte man dann auch noch zusätzlich ins Detail gehen und sagen, was soll es ein Festpreis sein, benutzerdefinierte Felder kann ich anlegen. Es gibt hier sehr viele Möglichkeiten, darauf einzugehen. Und das zum Beispiel ist tatsächlich ein absoluter Mehrwert, wenn ich sowas bei einer kleineren Firma, die eben im Dienstleistungssektor zum Beispiel tätig ist, mit anbringe. Damit kann ich halt einfach wirklich diesen Prozess der Buchung, sonst immer angerufen, ja, habt ihr noch einen Termin frei und so weiter, die werden wir nicht los, natürlich. Aber je mehr Leute wissen, dass das geht, umso mehr Leute werden das auch benutzen. Es macht das Ganze einfacher und der Kunde muss nicht nach den frei gebuchten Zeiten fragen, sondern er kann selber hier direkt sehen, ob es einen Termin gibt oder eben nicht. Ich kann hier auch noch etliche Detailinformationen hinterlegen und pflegen und auch solche Sachen sind natürlich direkt möglich und können dann an die jeweilige Geschäftsart angepasst werden. Microsoft Stream, auch hier wieder eine Sache, wo Microsoft geguckt hat, was gibt es denn so sonst im Internet? Und dann festgestellt hat, ja, YouTube, das gibt's, das funktioniert super gut, das brauchen wir auch. Und ja, deswegen ist Microsoft Stream als eine Art interner Enterprise-Videodienst auch mit dabei. Hier drüber kann man zum Beispiel Aufzeichnungen von Kursen, von Besprechungen, also das, was wir jetzt gerade hier machen, dieses Webinar, wird ebenfalls als Aufzeichnung bei uns hinterlegt in unserem eigenen Stream-Portal. Ich habe aber auch die Möglichkeit, zum Beispiel, wenn ich über Teams eine Besprechung abgehalten habe und dann vorher auf Aufzeichnen geklickt habe, diese Besprechung in ihrer Gänze dann nochmal in Microsoft Stream mir anzuschauen, zu schneiden, nachzubearbeiten und vielleicht sogar noch Interaktivität mit reinzubringen. Wir nutzen das hauptsächlich bei uns für Schulungszwecke. Das heißt, hier unser Stream-Portal. Man kann hier sich eine Watchlist selber zusammenbauen. Ich habe meine Kanäle, in denen ich die verschiedenen Daten entsprechend organisieren kann. Man sieht schon hier, das ist mein eigener Kanal mit den Snack Sessions. Wenn ich da mal draufklicke, zum Beispiel zur letzten Snack Session Power Plattform, die wir ja gemacht haben. Wenn ich da jetzt drauf gehe, dann sieht man, es wird automatisch auch der Untertitel mit erstellt. Das wird komplett automatisch extrahiert. Da muss ich nichts für tun. Das tut es komplett von alleine. Und ich kann hier dann, so wie man es auch bei YouTube gewohnt ist, im Prinzip gefällt mir abgeben. Ich kann es zu meiner Watchlist hinzufügen. Ich kann Kommentare abgeben. Ich kann aber auch beispielsweise dieses ganze Video bearbeiten, wie zum Beispiel über Video schneiden. Kann ich hergehen und sagen, ich möchte jetzt den Anfang und das Ende abschneiden beispielsweise. Das gefällt mir nicht mehr. Oder aber, was ich auch tun kann, ich könnte die Videodetails aktualisieren, das heißt, ich kann hier Hashtags hinterlegen, ich kann einstellen, sind Kommentare erlaubt, ja oder nein, und ich kann auch sagen, wer darf sich das Ganze denn überhaupt anschauen. Natürlich darf sich es bei uns jeder anschauen, das würde ja sonst auch gar keinen Sinn ergeben, und wenn man möchte, könnte man zum Beispiel ans Ende des Ganzen, wenn man sagt, ich hätte gern ein Feedback, ja, wir suchen uns mal hier die richtige Stelle, hier. Genau. Warten wir kurz. So. Und hier genau an dem Punkt möchte ich jetzt ein neues Formular erstellen mit Microsoft Forms. Das ist ein bisschen vorgegriffen auf das, was wir jetzt als nächstes Thema dann haben. Und ich hänge jetzt einfach mal irgendwas damit rein. Hier My Pegasus Feedback. Nehme ich das mit rein. Wir haben hier oben die Form-ID. Die kopieren wir uns jetzt mal. So, ich packe hier meine URL zu meinem Forms mit rein. Abfrage. Und fügen das zur Zeitachse hinzu. So, wenn wir jetzt noch mal ein kurzes Stück zurückhüpfen, dann sieht man, okay, das war jetzt fast vom Timing her ein bisschen blöd. Ich gehe noch wieder zum Video. Gehe ein kurzes Stück zurück. So, wir sehen hier bei 45 passiert das Ganze. Ich muss mal den Ton ausmachen, den werden Sie nicht hören, aber ich höre ihn. Und jetzt gleich um 45 passiert's. Jetzt öffnet sich dann gleich das Formular. So, öffne Abfrage, zack,
kann ich mit reingehen. Okay, das hat er jetzt. Das ist natürlich der Vorführeffekt. Man hat es aber vorhin schon gesehen. Er öffnet hier direkt die Abfrage und dann kann ich hier mir auch zum Beispiel ein Feedback mit abholen von meinen Kollegen. Was man ansonsten auch natürlich prima damit machen kann, ist zum Beispiel die Möglichkeit dann, dass man ein Live-Ereignis erstellt. Live-Ereignisse sind im Vergleich zu Microsoft Teams-Besprechungen eine gute Möglichkeit, um unternehmensweit einen Stream auszusenden, an dem die Leute teilnehmen können. Das ist zum Beispiel so der Company Call bei Microsoft, wo ich als Teilnehmer nur zuhören kann. Vielleicht kann ich noch chatten, ich kann aber nicht interaktiv dort eingreifen, ich kann mich nicht zu Wort melden und auch sowas kann man hier entsprechend drüber abbilden. Wenn man sich mal anguckt, was wir ansonsten so für Kanäle haben, Netzwerkspezialist, CCNA, MCSA-Schulungen, Schulungen zu PowerShell, unser Awareness-Training-Modul und so weiter. All diese ganzen Sachen, die stecken bei uns hier in den Kanälen mit drin und sind hier drüber den Leuten entsprechend zur Verfügung gestellt, damit wir hier eine Art von Selbstschulungsplattform einfach etablieren. Microsoft Sway ist eine Art Spin-off von PowerPoint mit einem Fokus Richtung Digitalmedien, sprich Internet, Newsletter, Mailings, solche Sachen. Hier drüber kann ich beispielsweise hergehen und mir hier mit wenigen Klicks und wirklich ohne großartigen Aufwand meine verschiedenen Dinge zusammenklicken, wie zum Beispiel hier externer Newsletter, den möchte ich jetzt mal erstellen. Ich schreibe hier meine Neuigkeiten zusammen, packe hier ein paar Informationen rein, da sind dann auch interaktive Sachen dabei. Man sieht schon hier, das funktioniert auch wirklich gut. Das wäre so für ein Briefing zum Beispiel. Ich kann einen Veranstaltungsort hinterlegen und so weiter. Diese ganzen Sachen. Und wenn ich dann fertig bin, dann kann ich hergehen und verteile quasi diesen Sway als E-Mail. Das kann ich von hier aus auch direkt schicken. Das ist ja jetzt nur die Vorlage, die wir jetzt hatten. Ich übernehme das jetzt einfach mal so und sage dann wiedergeben. Und so kann ich es mir dann angucken, auch in der Vorschau. Aha, so funktioniert es also. Ich kann da durchblättern. Und wenn mir das gefällt, dann gehe ich her und sage teilen. Ich schicke entweder innerhalb meiner Organisation, die ich festgelegt habe, oder Einzelpersonen oder jeder mit dem Link. Das Ganze kann ich teilen und man sieht schon hier, ich kann das Ganze auch über Facebook, über Twitter und über LinkedIn weitergeben. Ich habe hier keine einzige Zeile Code für geschrieben. Das ganze Layouting war im Prinzip vorgegeben. Es sieht einfach gut aus und ich habe hier nicht mehr den Stress, dass ich irgendwie mit InDesign, Photoshop oder sonstigen Softwaremodulen irgendwie rumkaspern muss, sondern ich benutze einfach das, was da ist und erreiche im Prinzip damit das Gleiche, wie wenn ich mich jetzt hingesetzt hätte und einen halben Tag lang hier irgendwo was selbst designt hätte. Microsoft Forms haben wir ja vorhin schon mal in einer kurzen Übersicht ganz kurz gesehen mit dieser Umfrage. Forms eignet sich perfekt dafür, um Umfragen zum Beispiel zu erstellen oder ein Quiz zu machen. Ich kann hier zum Beispiel drüber auch Formulare, wie zum Beispiel bei einer Neueinstellung von einem Bewerber, direkt mit abbilden. Und wir benutzen sowas zum Beispiel dafür, dass wir sagen, wir haben unser Vorschlagswesen darüber. Das heißt, hier kann jemand hergehen, der eine Idee hat, wie man es besser machen kann, kann hier den Datum, Name, Abteilung und so weiter hinterlegen, kann das Problem beschreiben, kann den Verbesserungsvorschlag beschreiben und den Nutzen definieren, der sich daraus ergibt, wenn wir das Ganze machen. Und wenn wir das dann integrieren bei uns in unseren SharePoint, in unser Portal, dann wird man gleich sehen, dass die Interaktivität hier auch da ist. Hier erkennt unser SharePoint, dass dieses Vorschlagswesen aus Microsoft Forms kommt und schmeißt uns sofort hier sämtliche Formatierungen hinten raus, die vorher mit drin zu sehen gewesen wären. Und wenn jemand hier dieses ganze Formular jetzt abschickt und entsprechend den Haken hier setzt, dann bekommt er auch eine Info drüber, dass er diese Antwort abgeschickt wurde. Da hinten dran hängt natürlich bei uns wiederum ein Prozess in Form von Power Automate. Der Entscheiderkreis für solche Sachen bekommt eine Information in Teams. Es wird eine Aufgabe erstellt im Hauptentscheiderkreis. Bitte kümmert euch um diesen Vorschlag. Wenn der Vorschlag angenommen wird,
dann bekommt die Person, die den Vorschlag erbracht hat, automatisch eine Info. Und bei uns gibt es Prämien für solche Geschichten. Auch dann direkt die Info raus an die Buchhaltung, die dann entsprechend eine Prämie bei der nächsten Gehaltsabrechnung mit ausbezahlt. Dafür ist Forms wirklich perfekt. Was man damit aber auch tun kann, sind zum Beispiel multiple Antwortoptionen auszuwerten. Wenn man zum Beispiel hergeht, okay, das war jetzt der falsche Knick, Moment, dahin wollte ich. Wenn man zum Beispiel hergeht und sagt, ich habe den Vertrieb, der soll bitte mal jetzt ein Angebot für jemanden erstellen, der Kunde heißt hier Test. Die erste Frage ist, brauchen wir Office 365 Lizenzen oder hat der Kunde schon welche? Und ich sage mal, ja, dann sieht man, dass sich hier unten die dritte Frage anders darstellt, als wenn ich Nein sage. Bei Nein ist die Frage als nächstes, brauchen wir den Dienstleistungsaufwand? Sage ich ja. Braucht der Kunde denn auch lokal installierbare Office-Applikationen, ja oder nein? Ich sage mal, ja, braucht er. Dann die nächste Frage, hat er mehr als 300 Benutzer? Ich sage nein. Und er möchte diese Software auch nicht auf einem Terminal-Server entsprechend laufen lassen. Er braucht auch keine Server-Calls. Und daraus ergibt sich dann entsprechend diese Empfehlung. Desktop-Lizenzierung, sorry, war noch die Frage, brauche ich nicht. Exchange, SharePoint und das brauche ich auch nicht. Und dann kommt er hier an die Produktauswahl, Microsoft 365 Apps for Business und damit kann der Vertrieb dann weiterarbeiten. Wenn ich jetzt sagen würde, ich brauche auch die Desktop-Lizenzierung, dann wird sich hier die Auswahl ändern, nämlich in Business Premium zum Beispiel. Sage ich hier oben, ich brauche die Software auch für Terminal Server und es sind mehr als 300 Benutzer, dann ist automatisch als nächstes die Antwort, mach bitte Enterprise. Und dieses ganze System lässt sich hiermit zum Beispiel auch komplett abbilden und damit auch einfach eine Hilfestellung demjenigen geben, der das täglich vielleicht benutzt, um den richtigen Weg zu finden und hier einfach eine Linie in diesem Thema darzustellen. Microsoft Whiteboard. Diese Lösung kommt aus dem Surface Hub Bereich. Hier ist das natürlich bestens angesiedelt. Ein digitales Whiteboard, wo ich dann auch interaktiv mit anderen zusammen arbeiten kann, wo ich dann auch über Teams zum Beispiel direkt miteinander arbeiten kann. Diese Software ist mittlerweile auch in Standalone-Variante für jedes andere Windows 10 Betriebssystem angekommen. Es gibt das Ganze als die Whiteboard-App im Browser. Es gibt auch eine Whiteboard-App zum Installieren. Die gibt es auch für jedes andere mobile Endgerät. Und Whiteboard ist ebenfalls in Teams mit integriert. Damit kann ich dann zum Beispiel hergehen und kann mir solche Zeichnungen hier erstellen, wo ich dann beispielsweise mit den verschiedenen Stiften hier noch eine Markierung machen kann oder aber, wenn ich ein touchfähiges Gerät habe, auch mit dem Surface Pen beispielsweise arbeiten kann. Noch cooler wird's, wenn man zum Beispiel hergeht und sagt, ich brauche ein neues Whiteboard. Ich möchte das bitte mal in der App öffnen. Dann muss ich die App mal eben nach oben schieben. Und ich hätte jetzt hier gerne eine Besprechungsvorlage. Ja, wir haben immer den gleichen Kunden, da haben wir einmal im Monat einen Surefix und damit wir uns nicht jedes Mal von vorne überlegen müssen, wie organisieren wir uns denn, gehen wir einfach her und sagen, wir machen hier ein Kanban-Dashboard rein. So, und damit kann ich jetzt arbeiten. Ja, ich gebe dem Ganzen einen Namen, sage hier, das ist bitte mein Testkunde. Und hier ist im Rückstand eine Aufgabe und in Bearbeitung ist eine andere Aufgabe. Und erledigt ist eine dritte Aufgabe. So, und das wiederum hebt er mir jetzt hier auf. Ich kann das jetzt auch noch benennen, wenn ich möchte. So, das ist mein Testkunde. Und dann lade ich noch dazu entsprechend Teilnehmer ein, zum Beispiel den Kunden als Gast-Account in meiner Umgebung und meine Teamkollegen, die an dem Kundenprojekt arbeiten, ebenfalls. Und jetzt haben wir eine wiederkehrende Kanban-Ansicht, mit der wir in unseren Surefix-Terminen einfach arbeiten können.
ist eine grandiose Möglichkeit. Jeder hat die Möglichkeit, dieses Dashboard entsprechend auch zu pflegen und weiter zu bearbeiten und das Ganze dann zum Beispiel, wenn ich vor Ort beim Kunden bin, auch direkt auf einem touchfähigen Großbildschirm oder aber über meinen Laptop oder halt jeder für sich entsprechend in der App. Das alles funktioniert nahtlos, das heißt, das, was wir jetzt hier gerade erstellt haben, wenn ich jetzt mal wieder zurückwechsle hier zu meinem Whiteboard im Browser, wir sehen es hier, da ist mein Testkunde, da ist das Projekt, was wir vorhin erstellt haben und damit kann ich jetzt auch theoretisch direkt weiterarbeiten. Microsoft Planner als Aufgabenmanagement, als Möglichkeit, Aufgaben an Personen zu verteilen. Auch das eine wirklich tolle Möglichkeit, um sich zu organisieren innerhalb der Firma über Teams hinweg. Ich hatte ja mal auch in der letzten oder vorletzten Session gesagt, wir benutzen das zum Beispiel auch für Bewerbungen. Das heißt, wenn jemand sich bei uns bewirbt, bekommt automatisch das Personalrecruiting eine Aufgabe. Diese Aufgabe ist spätestens 7 Tage nach Eingang der Bewerbung fällig. Und vorher wird das Recruiting entsprechend häufig noch informiert und erinnert, hey, du hast da noch eine Aufgabe, bitte kümmere dich da mal drum. Und damit lassen sich sehr, sehr viele Aufgaben entsprechend hier auch mit verteilen und abrufen und organisieren. Ich habe die Möglichkeit, das Ganze zu sortieren. Ich kann mir das nach meinen Aufgaben auch darstellen lassen. Ich kann mir einen Zeitplan erstellen lassen dafür. Ich kann mir Diagramme bauen lassen, was ist in Arbeit, was ist noch nicht in Arbeit. Und wenn ich noch eine Aufgabe habe, mit der ich noch, die ich nicht erledigt habe und die ist jetzt fertig, klicke ich einfach da rein, mache meinen Haken, zack, und damit ist das Ganze erledigt. Es sieht auch cool aus, es ist schön dargestellt und ja, damit lassen sich dann ebenfalls zum Beispiel auch aus Besprechungen heraus direkt Informationen hier mit reinbringen. Wir haben sowas beispielsweise bei uns in der Protokoll-Engine mit drin. Wenn ich jetzt hergehe und sage, ich möchte eine neue Aufgabe verteilen für einen Kollegen. Man sieht schon hier, das ist auch wiederum bloß Planner, den wir hier integriert haben in unsere SharePoint-Seite. Ich sage, eine neue Testaufgabe, fällig bitte morgen, zugewiesen an den Alexander Karls. So, das passt. Ich füge die Aufgabe hinzu. Und jetzt habe ich diesen Job bekommen. Wenn ich jetzt wiederum zu meine Aufgaben wechsle, sieht man sofort, eine Aufgabe ist übrig. Die kommt aus dem Bereich und die heißt Test. Ich bekomme dazu auch eine E-Mail und wie gesagt eine Erinnerung, dass da noch eine Aufgabe ist, um die ich mich bitte kümmern muss. Ich gehe auf Erledigt, wechsle wieder zurück zu meinem SharePoint, aktualisiere einmal die Seite. Und man sieht, die Aufgabe ist erledigt. Auch das lässt sich natürlich mit der mobilen Anwendung bedienen oder aber ich kann auch die Aufgabe direkt aus meinem Outlook heraus als erledigt markieren. Mit einem kleineren Fokus, aber einem ähnlichen Thema, kommt To-Do daher. To-Do ist im Grunde genommen die private Aufgabenvariante. Über To-Do kann ich beispielsweise meine eigene Organisation, mein Selbstorganisationsthema entsprechend mit abwickeln. Ich kann das Ganze in Outlook benutzen, ich kann das Ganze aber auch in der passenden eigenen Webseite tun. Wenn ich zum Beispiel hergehe und sage, hier, ich habe jetzt hier eine Aufgabe, die möchte ich mir jetzt mal aufschreiben. Ich muss nämlich noch Gurken kaufen gehen. So, dann schreiben wir uns hier Gurken kaufen auf und ich wechsle mal in mein Outlook und gehe hier unten auf meine Aufgaben und dann haben wir hier Gurken kaufen. Das Ganze gibt es als Standalone-App natürlich auch wiederum für die verschiedenen Plattformen und damit kann man zum Beispiel einfach andere Themen wie Wunderlist oder Evernote einfach ein Stückchen weit wieder vergessen. Microsoft ist da tatsächlich sehr clever, denn die gucken, was benutzen die Kunden denn sonst noch? Welche Drittanbieterlösungen gibt es, wo die Leute sich drüber austauschen und bringen genau diese Themen, die halt in den verschiedenen App Stores so vorhanden sind, entsprechend dann hier mit rein, um dem Benutzer immer mehr eine Nahtlosigkeit präsentieren zu können zwischen dem, was er privat nutzt und zwischen dem, was er für die Firma braucht. Und dieses ganze Thema aber immer
an dem Datenspeicherort gehalten wird, wo auch der Tenant läuft. Das heißt, all das, was wir jetzt bisher gesehen haben, läuft in Amsterdam oder läuft in Frankfurt, läuft definitiv aber nicht bei einem Cloud-Anbieter wie WhatsApp oder Facebook oder Evernote und wie sie alle heißen, wo ich keine Ahnung habe, wo die Daten liegen, wo ich auch keinerlei wirkliche rechtliche Handhabe habe, wenn da was passiert. Ich habe halt hier einfach die eine Trusted-Plattform und kann hiermit im Prinzip mein ganzes organisatorisches Thema, egal ob privat oder geschäftlich, mit einer einzigen Lösung erledigen. Microsoft Delph, nach all diesen vielen Anwendungen, die wir gesehen haben, ist das im Prinzip so die Glaskugel über die gesamte Umgebung hinweg. Hiermit habe ich die Möglichkeit, über meine gesamte Organisation zu sehen, wer macht denn da eigentlich was. Weil mittlerweile hat man schon gesehen, es sind viele, viele verschiedene Anwendungen. Ich sehe, mit wem arbeite ich zusammen, welche Gruppen gibt es, was sind meine Kollegen und wer hat zuletzt was erstellt, weil das da jetzt, wenn man wirklich alles benutzt, noch den Überblick zu behalten, wird sonst tatsächlich schwierig. Und man sieht es auch hier, bei uns schaut es so ähnlich aus. Wir haben hier eine Vielzahl an Informationen, wo jemand zuletzt was verändert hat, wo jemand innerhalb meiner Gruppe, wo ich auch Mitglied bin, in dem Fall im Vertrieb zum Beispiel, etwas erstellt hat. Damit ich das auch noch wirklich im Überblick behalte, kann ich mich dann hier einfach mal durchklicken, wenn ich das möchte, und mir die verschiedenen Sachen anschauen. Ich kann auch Favoriten erstellen, habe ich jetzt bei mir keine. Ich benutze Delph persönlich sehr selten, insofern habe ich hier auch keine Favoriten. Wenn ich auf Ich klicke, bekommt man auch hier ein Dashboard zu sehen. Das gibt es, wenn man es nicht ausschaltet, für jeden Mitarbeiter. Was hat diese Person zuletzt getan? Was hat die zuletzt hochgeladen? Wie aktiv ist die Person? Hier ist im Prinzip auch mein Kalender direkt mit drin. Ich sehe die gesamte Organisation, wie sie in Active Directory abgebildet wird. Und ich sehe auch, was andere Leute aus meinem Umfeld entsprechend gerade getan haben, was die erstellt haben und so weiter und so fort. Ich könnte dann hier drüber auch zum Beispiel noch auf die Personen gehen, wenn ich jetzt sage, ich möchte mal sehen, was treibt der Kollege denn so. Der arbeitet halt mit anderen Kollegen zusammen, nämlich zum Beispiel mit dem Ralf Fischer. Wenn ich dann da drauf gehe, sehe ich wiederum nur die Daten vom Ralf und so weiter und so fort. Also das wirklich eine komfortable Möglichkeit, um diese ganzen Infos auch an einem Ort zu halten und darüber dann beispielsweise sich einfach einen Überblick zu verschaffen. Zu guter Letzt, My Analytics, ein Thema, wo der Datenschützer jetzt wahrscheinlich die Augenbrauen hochzieht, weil es einfach nach wie vor aus datenschutztechnischer Sicht so ist, dass man eher My Analytics deaktivieren sollte, weil viele dieser Analysen, die hier drin gefahren werden, in den USA verarbeitet werden. Die Dienste, die dahinter laufen, laufen in den USA. Aber ich möchte es trotzdem nicht unerwähnt lassen, weil ich persönlich das Ganze eine gute Lösung finde, um einfach einen besseren Fokus zu bekommen. Und deswegen habe ich es einfach da mal mit eingebaut noch als letztes Thema von unserer heutigen Veranstaltung. My Analytics durchforstet meinen Kalender und wertet aus, wie habe ich mich verhalten während meines Arbeitstages. Das heißt, hatte ich eine Fokuszeit geplant und habe aber trotzdem gechattet oder telefoniert, wird My Analytics das erkennen und sagen, hey, aber ganz ehrlich, Kollege, du hast Fokuszeit gebucht, warum telefonierst du? Eigentlich solltest du bei einer Fokuszeit dich ja mit was anderem beschäftigen, nämlich mit dem Fokus auf ein bestimmtes Thema und nicht mit irgendeinem Kollegen, der in dem Thema gar nicht drin ist, jetzt zu telefonieren. Da muss ich sagen, ja, My Analytics, da hast du recht. Und genau solche Insights, die sind hier eben im Fokus und die helfen mir unter anderem dann tatsächlich auch, meinen Tag entsprechend effektiver zu gestalten. Wenn ich jetzt mal das bei mir anschaue, dann sieht man hier in den letzten 4 Wochen, 62% meiner Zeit war für Fokus verfügbar. Ich hatte 7 ruhige Tage, also Tage ohne Unterbrechungen. Ich habe zwar gearbeitet, aber ich wurde nicht in meiner Fokuszeit gestört. Ich sehe, mit wem arbeite ich zusammen. Ich sehe, wie arbeite ich zusammen. Auch sowas ist zum Beispiel was, wenn ich telefoniert habe oder E-Mails geschrieben habe, muss man sich überlegen, wäre es nicht auch besser gewesen, vielleicht einen anderen Kanal dafür zu nutzen,
um eben nicht so abgelenkt zu sein oder von Kollegen abgelenkt zu werden. Ja, wie zum Beispiel hier von E-Mail abgelenkt. Sie haben während der Arbeitszeit mehr als die Hälfte Ihrer E-Mails innerhalb von 30 Minuten nach deren Empfang gelesen. Muss man sich überlegen, ist es gut? Um den Fokus zu maximieren, versuchen Sie Ihren Posteingang nur einmal pro Stunde zu überprüfen. Und solche Insights, die machen unterm Strich die Arbeit tatsächlich schon ein bisschen einfacher, wenn man sich einfach damit beschäftigt, wie man sich denn eigentlich verhält. Apple macht es ähnlich mit der Bildschirmzeitanalyse. Wie viele Stunden habe ich eigentlich an meinem Handy verbracht in der letzten Woche? Das sind Zahlen, die kriegt man eigentlich gar nicht mit, weil man halt sowieso ständig auf diese Geräte guckt. Und alleine dieser Input hilft mir zum Beispiel schon, mein Handy weniger häufig zu benutzen oder halt dann hier einfach mal meinen Outlook auch zuzumachen, wenn ich an irgendeinem Thema arbeite, um eben nicht abgelenkt zu werden. Fokuszeitkonflikte ist auch sowas. Wenn ich keine Fokuszeit an einem Tag habe, kann auch mal Analytics, wenn ich das möchte, versuchen, Termine zu verschieben oder halt entsprechend meine Fokuszeit wann anders zu platzieren. Bei Zusammenarbeitsgewohnheiten sieht man auch, wie arbeite ich denn in meiner Wochenarbeit. 38% waren Kooperationen, 8% E-Mails, 8% Chat und 22% Besprechungen. Hier kann man dann zum Beispiel sehen, wie man das Ganze organisieren kann, um beispielsweise effektiver zu arbeiten. Und wenn man auch hier wiederum die Zahlen sich mal anguckt, in den letzten 4 Wochen habe ich 261 Mails gesendet und 1935 Mails gelesen und 105 Chats und Anrufe geführt. Das ist natürlich schon ein Hammer. Da kann man natürlich auch dann mal die Frage stellen, wie geht denn das eigentlich besser? Ähnlich ist es im Bereich Netzwerk. Hier kann ich dann auch sehen, mit wem arbeite. Oh, das funktioniert gerade nicht. Wie kann ich mit wem in Kontakt bleiben und welcher Weg ist der beste? Und unter Wohlbefinden sehe ich dann auch entsprechend durchgehalten ruhige Stunden, 7 Tage, verlorene ruhige Stunden an 21 Tagen. Da sollte man wohl mal dran arbeiten, dass man halt einfach wirklich sich eine Fokuszeit definiert und während dieser Zeiten oder der Termine einfach auch nur das tut, was halt jetzt gerade auf dem Schedule quasi steht und nicht noch versucht, 3 andere Sachen mit zu erledigen. Wie gesagt, aus datenschutztechnischer Sicht ist es definitiv zu hinterfragen, wenn das eine Thematik ist, die entsprechend kritisch betrachtet wird in Ihrem Unternehmen, dann empfehle ich tatsächlich, das Ganze einfach auszuschalten. Dann wird hier auch nichts analysiert. Aus Nutzersicht muss ich persönlich dennoch sagen, finde ich, ist das eine tolle Lösung und deswegen wollte ich Ihnen das Ganze auch nicht vorenthalten. My Analytics ist des Weiteren in Outlook auch integriert, das heißt allerdings hier My Insights. Hier habe ich die Möglichkeit, direkt aus meinem Outlook heraus auch meine Termine zum Beispiel zu verschieben, meine Fokuszeiten zu buchen und so weiter. All das kann ich dann hiermit auch entsprechend machen. Und ja, wie gesagt, tolle Lösung und sollte man sich trotzdem mal anschauen. Das war's schon wieder von meiner Seite zur Snack Session Nummer 9. Das war tatsächlich die vorletzte Snack Session aus dieser Reihe. Das letzte Modul beschäftigt sich dann mit Abrechnungsmodellen und Managementrollen, die man definieren kann. Und damit schließt sich dann auch der Kreis rund um das ganze Thema Microsoft 365 und Microsoft Azure natürlich, alles, was da so drin steckt. Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns dann auch zur letzten Snack-Session in dieser Reihe hören. Und ja, bis dahin bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und sage bis bald.